Tut, tut, der Zug fährt ab. Sturm auf Bowsers Kugelwilli-Express. Rein da geht nicht die Prinzessin, sondern... Ja, tot, Digga. Haben wir nicht den letzten Boss auch mit Tod gespielt? Willst du mich verarschen? Ich krieg Krebs, ey. Oh Mann, Alter. Und jetzt müssen wir doch schnell sein hier. Oh boy. Gib mir den Stern. Dankeschön. Da hat es sich jetzt gelohnt, mit Toad zu spielen, weil der ist natürlich schnell. Alter! Okay, jetzt ist es Zeit, auf den Zug aufzusteigen, weil ich glaube, der Bahnsteig ist bald zu Ende. Tanuki. Geilo. Was sind die, was seid ihr denn für Dinge, Alter? Was seid ihr denn? Die Gegner sind auch neu, right? Katzenkugelwillis! Die sind tatsächlich gefährlich, weil sie nämlich zielsuchend sind. Im Gegensatz zu den normalen Kugelwillis. Lol. Hat gerade der Kugelwilli für mich den Stern eingesammelt? Echt jetzt? Oder die Kanonenkugel. Ich glaube, die Kanonenkugel kann Items einsammeln, tatsächlich. Don't know. Aber ist auf jeden Fall gut. What the fuck kommt denn da für ein Oschi, Alter? Und auch zielsuchend. Junge, war das knapp. Heilige Scheiße. Ist das hier Bonus? Ist das Bonus? Ist das Bonus? Ist Bonus, oder? Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass es Bonus ist. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Komm, rück raus jetzt. Digi, der Zug fährt weiter. Gib her. Meine Fresse. Was ein Typ, ey. Da lässt er sich Zeit, bis er aus der Hosentasche gekramt hat, ey. Wahrscheinlich in der hintersten Arschtasche rausgeholt. Oh, was haben wir da unten noch? Du fährst den Zug, hä? Verreck, Bruder. Verreck Feuer, Bruder, wohl eher. Ha! Ne, uns fehlt gar nichts mehr. Never mind, wir haben alles. Hallo, ist da vorne. Da vorne. Ist einfach der fucking Pixel Luigi. Das ist ein ziemlich cooles, das ist ein ziemlich cooles Versteck für den. Das feier ich. Das ist ziemlich cool. Schon wieder? Ah. Pompom diesmal, oder wie sie heißt. Auch wenn sie gerade Bum Bum gesagt hat. Sie heißt ziemlich sicher nicht Bum Bum. Well. Die mit dem rosanen Stern ist die echte. Das ist ein sehr einfacher Bosskampf, finde ich. Weil sie halt nie zum Angriff kommt, wenn man schnell ist. Ja, was wir sind. Ja, der ist super easy. Warum ist es wieder nicht Bowser? Digga, hä? Zwei Welten in Folge, kein Bowser-Endboss? Also, die Endbosse in Marius waren ja schon immer schwach. Oder die Level-Bosse, ne? Die waren ja schon immer schwach. Aber das hier ist schon... Mir das als Endboss zu verkaufen, ist schon... einigermaßen hart, finde ich. Finde ich einigermaßen hart. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Leute. Vor allem, weil das Spiel später eigentlich noch einigermaßen kreative Bosse haben wird. Also frage ich mich, warum man jetzt hier am Anfang die billigen mit Bum Bum und Pom Pom raushaut. Mein gut, klar, die später sind auch schwerer und so weiter. Und am Anfang verprügelt man natürlich die leichten, das ist ja klar. Aber irgendwie fühle ich die nicht. Weiß ich nicht. Ich finde das ein bisschen lame. So, da hast du diesen riesen geilen Bowser-Zug und dann ist der Endboss Pom Pom. Naja, was soll's, Leute. Wir haben Welt 3 abgeschlossen und begeben uns damit auf nach Welt 4. Wahrscheinlich dann eine Wasser... Ne, warte mal, das hier war ja schon so Wasser und Eis, oder? Es war eigentlich Wasser und Eis gemischt, ne? Ansonsten hätte ich gesagt, kommt jetzt vielleicht eine Wasserwelt, eine Strandwelt. Mal gucken. Oh. Okay! Ich habe nichts gesagt. Das hier ist der Endboss von Welt 3. Von Zischel gewährt einer Audienz. Dann habe ich nichts gesagt, Leute. Dann ist das vollkommen fein. Das ist vollkommen fein. Und der Klempner gibt mal wieder sein Bestes. Das ist doch wundervoll. Das ist nämlich einer von diesen Bosskämpfen, die ich gerade meinte, mit, dass die später eigentlich einigermaßen kreativ werden. Cool. Coole Sache. Dass man den jetzt hier noch reinbeballert hat. Und überraschend tatsächlich, hatte ich nicht auf dem Schirm. Gefällt mir. Fun Fact, wenn ihr hier springt, seid ihr tot. Also for real, das Ding ist so schnell unter euren Füßen weg, ihr seid dann einfach tot, wenn ihr hier springt. Ende. Ist vorbei. Ihr kriegt die Plattform nicht mehr.
Okay, von Zischel. Von Zischel ist eine Schlange. Erinnert ihr euch noch an den ersten Part, wo ich meinte, diese Stange sieht aus wie so ein Bosskampf, den wir später bekämpfen? Dieses Vieh hier. Daran war das angelehnt. Foreshadowing Deluxe, würde ich an der Stelle mal sagen. Batz! Und ein ziemlich cooler Bosskampf. Vor allem für Mario-Bosskampf-Verhältnisse, ne? Ist das schon ganz nett. Mal ein neuer Gegner, mal eine neue Mechanik. Die Katze, das neue Item, effektiv eingesetzt. Gefällt mir. Oh, das gefällt mir aber nicht, weil ich will nicht den Katzensuit jetzt ein zweites Mal haben. Man muss aufpassen, manche Teller, genau, gehen kaputt. Und manche Teller, manche Schlangen haben auch keine Teller. Das heißt, die fangen an, dich zu beißen, wenn du hochkrabbelst. Das ist, dreist, ja. Ne, ich will nicht noch eine zweite Lok. Die da zum Beispiel, die würde mich beißen, wenn ich da hochkrabbel. Die hier ist okay. Nein! Oh, komm schon! Na, Betrug, Alter! Das war ja mal sowas von einem Treffer. Danke. Wappenbetrug? Naja, haben wir halt 4 Runden aus den 3 gemacht. Auch in Ordnung. Ja, nicht besonders schwer. Jetzt jedenfalls. Aber ein cooler Boss. Definitiv. Und finde ich definitiv besser als zum zehnten Mal irgendwie die Kooperlinge zu bekämpfen oder Bum Bum und Pom Pom wieder auszubuddeln. Und die sind einfach lame, die sind einfach lame. Das ist ja die eine Sache, die man Mario Games, und zwar eigentlich egal welche Mario Game, immer vorwerfen kann. Die Bosskämpfe sacken einfach. Das ist eigentlich in jedem Mario Spiel so. Egal ob 2D oder 3D, die Bosskämpfe sind einfach crap. Na? Na, das ist einfach so. Wobei, Galaxy hatte auch ganz coole Bosskämpfe. Ja, Galaxy hatte ganz coole Bosskämpfe und der Endbosskampf in Galaxy war vor allem richtig episch. Das muss man schon sagen. Galaxy war okay. Muss man sagen. Doch, Galaxy-Bosskämpfe waren cool. Ist okay. Aber ich meine, Mario 64 war literally immer nur dasselbe. Wie auch jedes 2D Mario ever. Ist immer nur exakt derselbe Bosskampf. So jedes 2D Mario, was neu rauskommt. Oh, Überraschung. Du musst die Koopalinge besiegen. Ach echt? So, like what? Und dann am Ende ist es Bowser. Überraschung. Er wird groß. So, ach echt? Das ist halt so lame, ne? Das ist so lame, dass es denen nicht peinlich ist, das jedes Mal wieder zu verwerten, oder? Ich meine, so wenn das erstmal der Überraschungseffekt ist, so, oh mein Gott, Bowser ist riesig, dann ist es cool. Aber wenn es dann beim 5. Spiel hintereinander immer noch, oh, Bowser ist wieder riesig. Hä? Digga, hä? Das ist super komisch. Weiß ich nicht, fühle ich gar nicht. Okay, wenn wir so einen Aussichtspunkt offensichtlich. Wir können uns die Rückseite des Schlosses angucken, was auch immer ich davon habe. Ah, ich sehe den Pixel-Luigi da unten rechts. Oh, auf der Karte habe ich tatsächlich keinen Mauszeiger, fällt mir gerade auf. Keine Hand. Hm, na gut. Dann halt nicht. Was sehe ich eigentlich auf dem Gamepad, wenn ich auf der Karte bin? Ah, ja. Well. Exakt dasselbe. Also halt, ne, das Game. Okay, whatever. Machen wir das Gamepad wieder aus. Ansonsten frisst das nur unnötig Akku. Wobei ich sagen muss, ne, das ist ein gebrauchtes Gamepad, obviously. Hab ich ja gebraucht auf eBay gekauft, die ganze Kiste hier. Schon wieder Toad, Digga. Ey, wir spielen am meisten mit Toad im Spiel, habe ich das Gefühl, in dem Display. Gibt's doch nicht. Und ich habe tatsächlich mit dem Akku vom Gamepad bisher keinerlei Probleme. Ich habe auch bisher nicht mehr als 2,5 Stunden so am Stück gespielt, glaube ich. Aber danach stelle ich es einfach wieder auf seine Charging-Station. Ne, weil irgendwo muss ich es ja sowieso abstellen. Also stelle ich es einfach auf die Charging-Station. Und, ja. Habe ich bisher keinerlei Probleme mit gehabt. Tatsächlich gibt es einen Erweiterungsakku, den man sich für das Ding kaufen kann. Also quasi, ne, hier hinten die Klappe aufschrauben. Und dann kannst du da einen Akku reinsetzen, der sogar größer als der Originalakku ist. Habe ich bisher aber tatsächlich kein Bedürfnis dazu gehabt. Also ich dachte mir schon so, ah ja, das werde ich wahrscheinlich machen, ne. Je nachdem, wie der Akku halt hält von dem Ding. Weil es halt, wie gesagt, gebraucht ist und so. Aber ist absolut nicht nötig bisher. Und ich meine, dann spare ich mir das Geld natürlich. Weil, warum auch nicht? Lol, durch die Linie getroffen gerade. Durch die Druckwelle. Von daher, bin ich damit tatsächlich einigermaßen fein. Aber dennoch habe ich halt hier diese kleine Mod aktiv, damit ich einfach das, den Screen vom Gamepad killen kann. Weil, sind wir mal realistisch, die meisten Spiele brauchen ihn nicht. Oder zumindest nicht durchgehend. Na? Und dann ist es halt durchaus hilfreich, wenn man einfach den Gamepad-Screen ausschalten kann. Ich muss zugeben, dass das kein Standard-Feature ist, war mir überhaupt nicht bewusst. Ich ging eigentlich fest davon aus, dass man in Spielen, wo man den Screen nicht braucht, ihn entweder ausschalten kann oder er einfach standardmäßig aus ist. Aber nein,
Tatsächlich nicht. Alle Spiele, die ich auf der Wii U bisher gespielt habe, haben in irgendeiner Art und Weise den Gamepad-Screen mitlaufen gehabt. Bei Mario Kart 8 die Karte, bei Mario, die man da niemals drauf gucken wird. Du wirst niemals während Mario Kart 8, oh, wo sind denn meine Kollegen? Das wirst du niemals tun. Ne? Komplett unnütz. Ah, nice, danke. Hier in dem Spiel läuft einfach das exakte Kopie des Spiels nochmal auf dem Gamepad. Ne? Falls du halt nicht auf dem PC, auf dem Fernseher spielen möchtest. Ist ja cool, aber warum kann ich es nicht einfach auswählen? Möchte ich auf dem Fernseher spielen oder auf dem Gamepad so? Ne? Und ansonsten kann das Gamepad ruhig einfach aus sein, weil, what the fuck, wofür brauche ich das? Oh mein Gott. Und bei Twilight Princess zum Beispiel, Zelda Twilight Princess, da ist es das Item-Menü, was da die ganze Zeit drauf ist und die Karte. Ja, braucht man manchmal, gebe ich zu, aber halt auch nur manchmal und nicht durchgehend. Von daher, warum gibt es keine Möglichkeit, einfach dieses scheiß Gamepad auszuschalten? Das verstehe ich halt wirklich nicht. Weil ich meine, das ist ja einer der größten Kritikpunkte am Gamepad gewesen, neben der... Nee. Neben der klobigen Handhabung, dass der Akku einfach nicht lange hält, ne? Wegen dem Bildschirm und so weiter. Von daher, ja. Hätte man so einfach mit einem Software-Update, oh mein Gott, war das knapp. Einfach fixen können, quasi, dieses Problem. Oder umgehen können. Ja, ich verstehe es nicht. Oh nein, ich, dummer Spast, ich hätte die Katze nicht nehmen dürfen aus dem Inventar. Bin ich blöd? Ja, toll, aus ein paar Münzen ist hier auch nichts mehr. Oh mein Gott, jetzt bin ich natürlich richtig gefickt. Ach du Scheiße, Digga. Nein, das ist nicht passiert, hä? Jetzt war ich so auf Autopilot, weil ich die ganze Zeit am Quatschen war. Oh Mann, Alter. Dein Ernst jetzt? Ey, wahrscheinlich sterbe ich bei dem Versuch, die Zielflagge zu erreichen. Ich muss diesen perfekten Punkt zum Abbouncen treffen. Oh mein Gott, ist das dein Ernst jetzt? Ehe wir an der Timeout sterben, springe ich ans Ziel, denke ich. Digga, das sollte ein Longjump sein. Was ist das mit dir, Toad? Ich hasse Toad. Komm schon! Ah! Okay, ich denke, wir haben noch zwei Versuche. Dann ist die Sache gegessen. Ey, Digga. Vielleicht kann man ja auch von dem Kleinen einfach abspringen. Ich glaub's aber ehrlich gesagt nicht. Ich probier's jetzt aber. Es reicht! Oh, Junge, was ein Krebs. Nur weil ich die scheiß Katze rausgenagelt habe, weil ich komplett am Talken war und nichts mitbekommen habe, was ich eigentlich tue. Ja, deinen Arsch kannst du mir schön sonst wohin stecken, strecken. Das ist unglaublich. Was ein Einstand für Welt 3. Alter Schwede. Oh boy. Okay, jetzt muss ich auf jeden Fall meine Leistung ein bisschen steigern, ansonsten wird das hier gleich sehr failig, weil das ist nicht so leichtes Level. Ja, das habe ich noch im Kopf. Wir ballern rein in den Sumpf der Kriechpiranhas. Ich hätte ganz gerne mal irgendwen außer Toad. Danke. Oh, in dem Level brauchte man, glaube ich, tatsächlich für einen Stern eine Feuerblume. Was schlecht ist, weil wir jetzt noch keine Feuerblume bekommen aktuell. Super. Okay, wir können die theoretisch besiegen, indem wir mehrfach auf ihren Köpfen draufspringen, bis die quasi in der Wand verschwinden. So. Genau. Aber ehrlich gesagt, in den meisten Fällen ist das nicht nötig. Von daher, was soll's. Nicht dein Ernst jetzt. Ey, Digga. Das hier finde ich aber eine ziemlich coole Idee, dass die Piranha einfach in der Röhre drin steckt. I like. Gefällt mir. Was mir nicht gefällt, ist, dass ich jetzt literally schon wieder kleiner Spasti bin und nichts auf die Reihe kriege. Oh nein.
Okay, nevermind, war es nämlich easy. Einfach A gedrückt halten. Dann kann man da easy drüber bouncen. Okay. Und da haben wir die Halbzeit und die macht einen groß. Das sehen wir, glaube ich, jetzt auch zum ersten Mal, weil ich zum ersten Mal klein an der Halbzeitflade bin. Und da unten ist bestimmt irgendwas. Jawohl. Sehr gut. Und jetzt hätte ich ganz gerne ein Item, damit wir die Dings bekommen, die Feuerblume. Da oben ist was, oder? Da oben ist safe was. Ja, 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 ich sehe es sogar schon. Da ist der Stempel bestimmt. Oh, okay. War close. Ja, der Stempel. Aber ehrlich gesagt gehe ich nochmal zurück, weil ich habe das Gefühl, dass wir jetzt hier nochmal vorbeigelaufen sind. Okay, zumindest ist ein Item wahrscheinlich. Nein? Okay. Hm. Okay, dann sind wir wahrscheinlich auch nicht vorbeigelaufen. Hm. Oh shit. Oh, das war wieder so knapp gerade. Mario macht dicke Backen hier. Jetzt muss keine dicke Backen riskieren. Ne, dicke Lippe riskieren, sagt man, oder? Keine Ahnung. Ich glaube ja. Okay. Oh Gott, wir brauchen die Feuerblume jetzt. Weil ich ein fucking Gott bin, Alter. So. So nicht anders. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass wir die Feuerblume brauchten. Werden wir gleich merken. Alter. Nee, never mind, wir brauchen nicht die Feuerblume, wir brauchen einfach nur die Münzen hier. Also einfach nur, haha. Ja, nee, okay. Hä? War das, gibt's vielleicht später noch ein anderes Level, was so ähnlich ist wie dieses und da braucht man die Feuerblume? Ich habe nämlich im Kopf, dass man hier irgendwas mit so einem, weißt du, so ein Fackelrätsel à la Zelda machen muss. Und dafür braucht man die Feuerblume. Beinahe hätte mich das Ding dann noch runtergeballert. Okay, wir haben alles in dem Level, von daher scheiß drauf, gehen wir raus, I guess. Ist in Ordnung, jetzt muss ich nur die Zielfahne erreichen, ohne Katze. Oh nein. Ja, schon verschissen. Ich hab's versucht, Leute. Nicht mehr drin gewesen. Okay. Dann schätze ich, spielen wir dieses Level nochmal. Beziehungsweise ich spiele dieses Level nochmal. Eine Röhre. Nice. Okay, Leute. Dann sehen wir. Und ne, Moment, wir gehen erst kurz ins Toadhouse, weil vielleicht bekomme ich ja ein geiles Item. Vielleicht werde ich auch wieder betrogen, wer weiß. Komm schon, jetzt gönn mal, Alter. Genau jetzt brauche ich es. Genau jetzt brauche ich es wirklich mal. Gönn jetzt. Ich könnte natürlich jetzt einfach den großen Kasten nehmen. Aber ich traue auf den Kleinen. Ich vertraue dem Kleinen. Ich schwör's euch, Leute. Wenn das nächste Toadhouse wieder der Pilz im kleinen Kasten ist, dann google ich das. Dann google ich das, ob es random ist oder ob es tatsächlich immer der Pilz im Kleinen ist. Ich hätte schwören können. Ich hätte meinen Arsch verwettet, dass es random ist. Aber vielleicht ist tatsächlich der Pilz immer im Kleinen. Aber dann ergibt es gar keinen Sinn. Dann kann ich doch auch gleich die Pakete so hinstellen. Es... Zielfahne, Leute. Wir sehen uns. Okay, da sind wir. Und jetzt gilt's wieder. Diesmal muss es passen. Ich habe extra Peach genommen. Warum bist du nicht abgesprungen? Diesmal mit Tanuki. Wenn es jetzt nicht funktioniert, dann springe ich in die Giftsuppe da unten.
Es war nicht so schwierig. Also es war offensichtlich schon schwierig, weil ich habe dreimal verschissen. Junge, mit der geballten Cheat-Power von Peach und dem Tanuki haben wir es geschafft. Ist das peinlich, Alter. Holy shit. Ich würde mal sagen, dafür muss Karumpel erstmal ordentlich aufs Maul bekommen jetzt. Das geht ja mal überhaupt nicht fit. Das ist ja absolut illegal. Oh, Mann. Ja, verpiss dich, Bruder. Oh, boy. So, die Kollegen machen quasi einen auf Bullies. Die wollen uns hier runter mobben und ja, wir mobben sie stattdessen runter. Ja, alles kein Problem, würde ich sagen. Ja, das war wirklich geschenkt. Wie beim letzten Mal schon hat Luigi mal kurz wieder einen Auftritt gewagt, um sich hier den Billo-Boss abzuschnappen. Ja, damit hat er wieder seine Screentime für die nächsten 10 Stunden erfüllt und verpisst sich wieder in seinen wohlverdienten Ruhestand oder so in der Art. Ich weiß auch nicht, was der die ganze Zeit macht zwischen den Leveln, die er hier bestreitet. Weil viel tut er sicherlich nicht. Ja. Oh Gott, Leute. Ich weiß nicht. Heute ist, glaube ich, kein guter Tag für eine Aufnahmesession. Das fing schon im ersten Part, den ich heute aufgenommen habe, an mit den Gittern, wo wir mit der Katze durch die Gegend geklettert sind, wo ich unglaublich versagt habe. Und geht jetzt hier die ganze Zeit weiter. 4-4-4-3. Tanz in der Wolkendisco. Wenn ich das Toad kriege, ich schwöre bei allem, Alter. Nice. Nice. Das ist Premium. Bam, bam, bam. Oh nein. Die Multikirsche in so einem Level. Ihr seid ja Schweine. Peachy. Ja, ich mach keinen Hehl draus, Leute. Mit dem Tanuki hier wird das sehr einfach. Oder sehr viel einfacher, sagen wir es lieber so. Kein Stern? Okay. Alter, ey, die drei sind jetzt schon so auseinander, dass ich das niemals schaffe. Der geht ganz schön weit. Okay. Okay, da ist ein Green Star, den nehmen wir natürlich mit. Ich kann mal probieren, so ein bisschen was ohne Tanuki zu spielen hier. Gut, okay, das war jetzt mit Tanuki, aber ich meinte natürlich bezogen auf das Springen, ne? Ist klar. Ups, zu lange gedrückt halt den Knopf. Oh mein Gott, das Schwierige ist halt auch, dass die drei ja alle auf diese Blöcke mit drauf passen müssen. Ich darf ja mit keinem von denen runterlaufen. Das ist echt assi. Holy shit. Ja, teilt euch doch noch ein bisschen breiter auf, bitte. Was soll denn das? Alter, 4? Ist das dein Ernst? Ich komme doch da niemals mit 4 Peaches hoch. Dann nehmen wir halt 5, ne? Wenn 4 nicht funktionieren, dann nehmen wir 5. Easy. Alter, das war so close. Okay. Junge, 5 Charaktere, Alter. Was geht ab hier, ey? Ach du Scheiße. Digga. How? How even? Oh Gott, ist hier hinten irgendwas? Nee. Okay. Alter Schwede. Ey, Digga. Ja, genau. Das ist halt nicht möglich mit 5. Wie soll das mit 5 gehen? Guck mal, die sind so breit. Ich kann unmöglich. Okay, jetzt ist es nur. Okay, jetzt ist es nur 3. Jetzt ist es vielleicht machbar. Jetzt ist es vielleicht machbar. Okay, jetzt ist es wieder 4. Fuck this. Ach du Scheiße. Wie? Ich kann unmöglich diese Rutsche da runterrutschen mit 4 Charakteren. Wie soll das gehen? Der Witz ist, ich glaube, man braucht unten mindestens noch 3. Ich erinnere mich an so eine Dreistigkeit, dass man da irgendwie eine gewisse Anzahl übrig haben muss. Oh Gott. Ist euer Ernst jetzt, Jungs? Muss das?
Shit, war das knapp. Okay, ja, dann gucken wir mal, ob wir so rutsch überleben, Leute. Der Witz ist, am Anfang ist die noch groß. Ich glaube, am Ende wird die schmaler. Fuck. Ja. Ich habe mich gerade so ablenken lassen von meinen zwei Charakteren da hinten, dass ich halt beinahe komplett gestorben bin. Oh mein Gott, das reicht, zwei zu haben. Oh, danke. Danke. Alles Weitere wäre auch echt arschig gewesen. Alter, hier mit drei oder vier runterzukommen, ist halt wirklich... Also, holy shit. Ja, Zeitlimit natürlich, ist schon klar. Ist schon klar. Alter, ich hab den Boomerang zerstört. Holy shit. Okay. Achso, ja stimmt, Goldfahne brauchen wir auch noch. Haha. Alter. Nicht einfach, das Level? Und ohne Tanuki, glaube ich, absolut unspielbar. Holy shit, stell dir mal vor, mit vier Charakteren hier durchzuballern und... und ohne Tanuki. Nee, Mann. Nee. Das ist ja unmenschlich. Ach, du Kacke. Was auch unmenschlich ist, ist, wenn ich diesen Part beende. Und ja, Leute, ich beende diesen Part. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Im nächsten Part sind wir schon wieder fast fertig mit dieser Welt. Hä? Was? Warum sind wir so schnell durch mit diesen Welten? What the fuck? Achso, warte mal. Nee, never mind. Wir haben hier noch zwei Level und wir haben dann noch das... Ja, okay. Never mind. Wir haben noch einiges. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim Abenteuer in den Trampolinbergen das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.